Hallo. Voll André. Comprende! Comprende! Scheiße! Komm! Wo ist der Ball? Das ist der Brandy! Wie viele Minuten? Hey! Was faul! SVM TV nach dem Spiel gegen Karbach, bei mir jetzt Heiko Weber. Heiko, heute ein sensationelles Spiel, wie ich finde. Die ganze Mannschaft hat gefightet, ihr habt vollkommen verdient, 2:0 einen der Titelanwärter geschlagen. Deine Einschätzung? Ja, ich muss zunächst mal sagen, also wir haben ganz klasse als Einheit uns präsentiert. Jeder ist für jeden gerannt. Wir haben die Zweikämpfe gewonnen, wir haben sie angenommen. Wir haben uns was vorgenommen, wir haben es perfekt umgesetzt. Und ja, natürlich die frühen Tore haben uns dann notwendige Selbstvertrauen gegeben. Und dann haben wir es auch klasse runtergespielt. Ja, ihr habt Karbach zu keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen lassen. Ihr wart von der ersten Minute an wirklich präsent. Ihr habt Druck ausgeübt, habt schon nach 2-3 Minuten eine Chance gehabt. Dann das frühe 1:0. Nach 11 Minuten, nach 23 Minuten stand es 2:0.
War das eure Marschrichtung? Hat der Trainer etwas vorgegeben gehabt? Ja, zunächst wollten wir auf jeden Fall Kabach unter Druck setzen. Wir haben uns da schon taktisch was vorgenommen, in die Zweikämpfe reinzukommen, und das haben wir perfekt umgesetzt. Und darüber hinaus haben wir dann angefangen, Fußball zu spielen, und natürlich das frühe Tor hat uns voll in die Karten gespielt, aber danach, ja, wie ich eben schon gesagt habe, klasse weitergespielt und aus meiner Sicht völlig verdient 2:0 noch gewonnen. Auch die frühe Verletzung von Dennis Kaucher, der leider nach einer halben Stunde raus musste, hat euch nicht beeinträchtigt. Ihr seid heute wirklich als Team aufgetreten. Ihr habt, wie du das schon sagst, gefightet, jeder für jeden. War das der Schlüssel zum Sieg? Ja, zunächst möchte ich mal, Dennis, alles Gute. Ich hoffe, dass du schnell wieder dabei bist. Wir haben uns in der Halbzeit vorgenommen. Wir haben gesagt, hier, Dennis, jetzt für dich spielen wir. Und ja, das hat uns eben stark gemacht. Wir als Einheit sind aufgetreten hier, jeder für jeden. Und so müssen wir auch die nächsten Wochen weitermachen. Und dann werden wir mit Sicherheit relativ schnell die nötigen Punkte einfahren. Alles Gute dabei. Dankeschön. Danke auch. Super. Danke dir. Jetzt Trainer Rainer Nalbach. Rainer, heute eine taktische Meisterleistung. Eine mannschaftliche Meisterleistung, oder wie siehst du das? Ja, wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, ja, haben wir super umgesetzt. Das war eigentlich eine Folge von dem, was wir in Tarforst die erste Halbzeit gemacht haben. Und die Jungs haben das, finde ich, alle ja, überragend gemacht. Ja. Von Anfang an, man hat irgendwie von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gehabt, dass wir griffig waren, dass wir die Zweikämpfe annehmen und dass wir auch Fußball spielen wollen. Ja. Also ich fand, wir haben da auch teilweise richtig gut kombiniert und schöne Chancen rausgespielt. Die zweite Halbzeit war dann schon mehr über Konter, weil Kabach hat ja auch nichts mehr zu verlieren gehabt, und dann auch durch diese Akteure, die sie haben, ja, ist ja immer gefährlich, und auch diese körperliche Präsenz, die sie haben von der Größe her, war immer gefährlich. Aber das war natürlich schon top, ja, muss man sagen. Ja, du sagst es, Kabach hat ein ganzes Spiel über nie Zugriff gehabt. Auch in der zweiten Halbzeit, als sie mehr Druck ausüben wollten, große Chancen kamen nie mehr raus, oder? Nee, das hat man bei denen jetzt gemerkt. Ich meine, es gibt ja dann immer so Weisheiten. Ja, die eine Sache haben wir, glaube ich, bei einer Standard von der Linie runtergekratzt. Wenn du dann solche Dinge nicht machst, ja, dann ist das irgendwie so ein bisschen symptomatisch. Ich habe heute für mich nochmal erkannt, wie wichtig es einfach ist, den zweiten Ball zu gewinnen im Fußball. Und das haben wir heute. Ne? Und Kabach hat das nicht, ja, von Anfang an nicht. Und da haben wir, denke ich, das sehr gut gemacht. Ja. Rainer, vielen Dank und viel Erfolg im nächsten Spiel. Okay, danke.